Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ich musste gerade lachen über die Kommunikation mit der Regie in meinem Ohr. Aber so ist es doch viel besser, in eine Sendung hineinzugehen, wenn es lustig ist und beschwingt, als dass man die Mundwinkel bis zu Boden ziehen muss. Zur Masaru Emoto Event. 8 Plätze sind noch, nein, 7? 7 Plätze sind noch frei. Wenn Sie sich noch entscheiden, am 10. zu uns zu kommen, dann sollten Sie das in den nächsten 2 Tagen tun, dass wir noch die letzten Plätze vergeben können. Unser heutiges Thema, mein Gast ist Ihnen schon bekannt durch viele Informationen, denn er vertritt die These gesund durch Wissen. Herzlich willkommen, Andreas Schaufert. Grüß Hallo dich, Andreas. Norbert. Grüß dich. Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten in unserer letzten Sendung ein Thema gehabt, wo wir gleich drauf kommen, aber jetzt werden sich die Zuschauer vielleicht wundern, was da so alles vor uns auf dem Tisch rumsteht. Und das sieht so gleich aus. Vielleicht lüften wir das Geheimnis und ich habe dich gebeten, noch eine mitzubringen, weil ich damit, und das ist eine Schale aus afrikanischem Kuhhorn. Und als ich das am Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, ja, mei, gut, Kuhhorn, okay, sieht designig aus, nehmen wir mal, weil es hat mir gefallen, das Material fasst sich gut an. Und dann habe ich ein verblüffendes Ergebnis erzielt. Sie kennen das, Sie kaufen mal Tomaten und dann sind noch welche ein bisschen grün. Und dann habe ich die, guck ich, ah, steht die Schale, zack, habe ich sie da reingelegt. Und siehe da, bereits einen Tag später war sie fast rot und am zweiten Tag war sie knackerrot und schön weich, nicht mehr so hart. Das Gleiche habe ich dann probiert mit Kiwis, die ich gekauft habe, die auch etwas härter waren, reingelegt, 2 Tage später, wunderbar. Und ich hatte den Eindruck, dass sie sehr geschmacksintensiv sind. Dann habe ich natürlich mich gleich an den Andreas gewandt und habe gesagt, was sind das für Zauberschalen? Vielleicht kannst du besser erklären, warum, woher die Wirkung kommt. Das kann ich gar nicht erklären, weil sie einfach nicht wissen im Moment. Aber was wir wissen, ist, dass es eine verblüffende Wirkung hat. Du kannst die Tomate, die ja auf 5 schwingt, auf unserem Energieniveau-Skala, kannst du da reinlegen, dann schwingt sie nach 5 Minuten auf einen 9. Also verliert eigentlich die Schädlichkeit. Oder wenn man jetzt, das machen wir so, wir legen einfach, wenn wir was gekauft haben, dann legen wir das sofort da rein. Und dann saugt das offensichtlich diese Energie auf. Ich möchte, da haben wir ja vorhin kurz darüber gesprochen, dieses doch eher erheiternde E-Mail vorlesen. Das Da habe geht es ich. darum, das Kuhhorn-Teil in klein. Genau. Und das gibt jetzt gleich eine von dieser Kundin, habe ich heute Morgen bekommen, hat mir den Tag sehr versüßt. Ich hoffe, ihr könnt euch daran auch ein bisschen erbauen. Also sie dankt am Anfang und dann sagt sie, eine Anekdote möchte ich dir nicht vorenthalten. Ich habe einen meiner 18-jährigen Jungs noch bei mir zu Hause, ihm vorgestern ein Ionenband zum Anziehen gegeben, also diese Bänder hier. Erst wollte er nicht, ich habe ihn dann gezwungen. Heute kam er zu mir in die Küche und fragte, sag mal, was soll denn dieses Band nun bringen? Ich habe dann angefangen zu erklären, merkte jedoch, dass Worte nicht allzu viel bringen bei den eigenen Kindern und sagte dann, komm, wir machen einen Test. Gesagt, getan, ohne Band, dieser bekannte Muskeltest. Ohne Band stand der Junge natürlich nicht lange da, mit Band schon eher, aber noch nicht ganz so, wie es sein sollte. Ich habe ihm dann sofort die Kuhhornplättchen in die Hosentaschen gesteckt und 2 unter die Füße. Der Junge hat gehalten wie ein Fels. Er hat mich ungläubig angeschaut und ich habe ihm gleich wieder alles entfernt und noch einen Test gemacht. Und er fiel fast um, logisch. Ich dann sofort wieder ohne Worte die Dinge an ihrem Platz. Test, er ein Fels. Er schaut mich wieder an und sagt 3 Worte. Was ist denn das? Dann hat sie den Test gemacht mit Karotte und Zwiebel und die waren so schlecht. Mit und ohne Kuhhornplättchen und Ionenband, trotz Kuhhornplättchen und Band. Er hat nicht mehr so gehalten. Nun, er hat nur noch gestaunt. Ja, und seitdem hat er halt das Armband und die Kuhhornplättchen in den Hosentaschen und in den Schuhen. Das Wirkprinzip wissen wir nicht, da müssten wir den Schöpfer fragen, aber bis jetzt haben wir darüber noch keine Offenbarung bekommen. Aber wir sehen, dass sich darin offensichtlich eine Kraft gespeichert hat über zum Teil Jahre, die doch ziemlich unglaublich ist. Also wir können das ganz alte Menschen, die zum Teil
kaum mehr sich aufrecht halten können. Die können damit wunderbare Erlebnisse haben. Und der Gedanke dahinter ist der, also Ebene 1 vom Fuß bis zur Hüfte, Ebene 2 Hüfte bis zum Nacken, Schulterbereich und dann Nacken bis zum Scheitel. Das sind die drei Ebenen und die versuchen wir eben mit solchen Hilfsmitteln anzusteuern. Und ich habe ja diese Grafik da mitgebracht. Mhm. Die drehe ich jetzt einfach. Ist das die richtige? Ja. So. Im Prinzip ist es einfach erklärt. Warte mal, das dann ist, das halte ist. Ich die mal in die Kamera. Probieren wir das mal. Fahr mal so weit ran, wie es geht. Sieht man gut. Mhm. Ja. Also man sieht hier, das war also barfuß. Das ist ein Schrittdiagramm. Man misst hier circa, nein nicht circa, jetzt 38 Schrittfolgen. Und dann sieht man die Harmonie des Schrittes, also die Gangbewegung. Ist sie harmonisch oder eher weniger harmonisch? Und hier sehen wir, das Dunkelblaue ist nicht schlecht, aber doch ziemlich aus der Harmonie. Und wenn wir dann ein Ionenband anziehen oder eben noch die Kuhhornplättchen, dann haben wir eine wunderschön harmonische, einen Davidstern, also hier unten wäre dann noch ein Zacken. Das ist das, was wir eigentlich sehen können durch diesen Test, dass es uns einfach in die Mitte bringt, in goldenen Schnitt, in das Lot, in die göttliche Harmonie. Also es ist ein ausgleichendes Teil. Das heißt, ich meine, du hattest es auch in der ersten Sendung, erinnere ich mich, ja. Hattest du die in verschiedenen Formen dabei, auch in Herzform und so. Ja, genau. Und als ich dir ein Glas Wasser eingeschenkt habe, das Erste, was du gemacht hast, schwupp, hast du dein Wasser reingeworfen. Richtig. Auch damit kann man natürlich die Energie, Wasser, wissen wir ja, irrer Speicher, natürlich idealerweise, wenn das Wasser vorher gewirbelt ist und alle anderen Informationen draußen, und dann kämen natürlich die hundertprozentig da zur Geltung. Aber eins kann ich auch bestätigen, es verbessert auf wundersame Weise den Geschmack und die, wie gesagt, was unreif ist, wird ruckzuck reif. Von Früchten, das Gegenteil war, ich hatte eine nicht aufgepasst und hat eine ganz fast schon weiche Paprika reingelegt. Achte nicht drauf, einen Tag oder zwei später komme ich hin, ich glaube zwei Tage später war sie verschimmelt. Also es gibt richtig Power, das Ding, das scheint zum Reifeprozess beizutragen. Ja. Und das ist natürlich entscheidend, weil Energie und Schwingung ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt. Und Sie sehen, es gibt verschiedene Formen. Das hier ist eine ziemlich große, unten mit einem Fuß dran. Kann man so als Obstschale und so verwenden. Hier unten vor dem kleinen Tisch stehen noch zwei weitere Formen, zwei kleinere, schön gezackt und gearbeitet. Kann man also auch sehr dekorativ verwenden. Und somit haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Dekorativ und wirkungsvoll. Und unzerbrechlich. Ah. Geht nicht kaputt. Ja. Das ist ein Vorteil. Ich wollte hier noch was dazu sagen. Wenn man, das haben wir ja, also unsere ganze Philosophie basiert ja auf dem, dass alles auf uns einen Einfluss hat. Das heißt, darum haben wir ja gesagt, eben wenn man jetzt hier, das haben wir auch getestet, ein Polyamid- oder Polyesterhemd anziehen würde, dann wärst du sofort im Chaos wieder. Also du wärst sofort in der Disharmonie. Und das ist eigentlich das, was wir verstehen dürfen, glücklicherweise mittlerweile, dass eben alles einen gewaltigen Einfluss hat. Das haben wir jetzt gesehen bei diesem Beispiel von dieser Frau mit der Rübe und, was hat sie genommen, Zwiebel. Zwiebel und jetzt stelle man sich mal vor, man isst jetzt, ich habe jetzt gerade eine Frau heute gehabt, die hat sich beschwert, sie sei sehr erkältet. Und dann sei es weg gewesen, jetzt sei es wieder gekommen. Habe ich gefragt, was hast du denn, was haben Sie gegessen? Dann sagt sie, Karotten. Und das wissen wir aus der chinesischen Medizin, es gibt Lebensmittel, die erzeugen zu viel Schleim zum Beispiel oder auch zu viel Feuchtigkeit. Und dann kann das der Körper nicht sauber abtransportieren. Dann gibt das eine Erkältung, die aber keine ist, sondern es ist ein Erkältungssymptom ausgelöst durch dieses Nahrungsmittel oder Vergiftungsmittel. Und die eindrücklichste Rückmeldung hatte ich von einem deutschen Kunden. Da habe ich bis heute Rätsel. Der hat gesagt, er hat zwei gefüllte Peperoni gegessen, vermutlich große. Ich weiß aber nicht mehr, was sie gefüllt waren.
Der hat gesagt, innerhalb von kürzester Zeit hat er 2 Tage nur noch gelitten. Grausame Knochenschmerzen, Muskelschmerzen, konnte sich kaum bewegen. Meistens 2 Tage. Sind die mit so einer Brät- oder Fleischfüllung? Also unglaublich, also das hat mich total schockiert. So eine Geschwindigkeit, wie das Zeug auf uns wirkt. Und dann halt noch eine letzte Rückmeldung vielleicht, damit das immer klarer und deutlicher wird. Die Frau, starke Arthrose-Schmerzen hier, habe ich eigentlich eingeladen heute, muss aber leider arbeiten. Nimmt die Produkte, 3 Tage später praktisch beschwerdefrei, hält sich aber, sagt sie mir explizit, hält sich an die Ernährungsvorschläge, geht dann aber dummerweise, in diesem Fall dummerweise, in die Ferien und im Hotel kriegt sie nichts von dem. Und sie sagt mir, innerhalb von 2 Tagen hat sie die Schmerzen wieder zurück. Was man also kriegt, Nachtschattengewächse und Schmerzen wieder zurück. Heute also ist fast beschwerdefrei. Sagt ja immer, unser Körper, wenn wir achtsam sind, zeigt uns eigentlich, was gut ist für uns und was nicht gut ist. Ja. Und das ist ja ein ganz, ganz ermahnendes Beispiel, wenn dann sogar Schmerzen zurückkommen. Also ich meine, Unwohlsein ist das eine, Schmerz ist das andere. Nur dadurch, dass ich mich falsch ernähre oder wie gesagt nicht achtsam mit meinem Körper umgehe. Aber von unserer letzten Sendung her, das Thema Achtsamkeit hat ja auch so was damit zu tun, geistliche Achtsamkeit und uns klar ausrichten. Es gab auch noch mal eine Resonanz auf unsere letzte Sendung zu dem Thema Fluchen. Mhm. Hatten wir ja kurz angesprochen. Die Menschen meinen ja immer, ach, das ist alles Hokuspokus. Und wenn ich sage, ich wünsche dir was weiß ich an den Hals, dann ist es halt so dahingesagt. Aber heute mit der Erhöhung all unserer Fähigkeiten und auch dieser Schwingungserhöhung, die zwar langsam vonstatten geht, bei vielen noch nicht angekommen ist, aber das macht ja nichts, macht uns natürlich auch stärker. Das heißt, je mehr unser Gehirn taktet, desto stärker und kräftiger werden auch unsere Gedanken. Und wenn ich jetzt so einen Fluch auf einen Mensch ausbringe, da hast du ja ein Erlebnis gehabt. Gut, beweisbar ist es nicht, müssen wir gleich sagen. Aber interessant war die Folge und was da passiert ist. Jetzt fällt mir das zweite Beispiel ein. Also das eine Beispiel ist sehr extrem. Das ist eine junge Frau und die hat in England gearbeitet und hat ihrem Chef den Tod an den Hals gewünscht. Mhm. Und der Chef ist innerhalb von 2-3 Monaten hat er einen doppelten Herzinfarkt bekommen, ist heute halbseitig gelebend. Also er lebt noch, aber... Ja gut, was man Leben halt nennen kann. Ne? Genau. Und sie selbst ist dann 2,5 Jahre später so schwer krank geworden, dass sie den Vater durch die eigene Wohnung tragen musste, komplett kraftlos. Ausgelöst zwar durch eine Hepatitis-Impfung, aber das haben wir letztes Mal vergessen, glaube ich. Viele Dinge brauchen einen äußeren Anlass, dienen aber als innerer Seelenspiegel. Also diese Hepatitis-Impfung ist zwar der Auslöser, dient aber dazu, diese Frau zu korrigieren. Das habe ich schon selber erlebt. Also auch bei den Pilzen haben wir ein ähnliches Phänomen. Bei Parasiten, bei den Pilzen sehe ich es so, dass zum Beispiel Schimmelpilze haben relativ viele Leute. Und wenn ich da mit den Leuten so gesprochen habe, habe ich immer, nicht immer, es gibt natürlich den äußeren Anlass und es gibt eben auch den inneren Anlass. Das heißt, der Mensch lebt in einem Zustand des Modus. Das ist ein konkretes Beispiel. Ich bin mit dir verheiratet, also das ist jetzt unmöglich, aber ich bin mit einer Frau verheiratet. Nehme an, ich wäre Frau, genau, und du wärst dann mit mir verheiratet. Genau, und die geht mir so auf den Keks und jeden Tag ärgere ich mich und ich kann es aber aus was auch immer für Gründen nicht ändern, dann ist es denkbar, dass dieses Modern in mir anfängt zu wachsen. Jetzt kann ich das zwar durch äußere Mittel töten, das geht, aber wenn ich meinen inneren Zustand nicht ändere, dann kommt das immer wieder, bis ich die Lektion gelernt habe. Gleiche gilt für Parasiten. Verhalte ich mich parasitär gegenüber anderen Menschen oder verhalten sich andere Menschen gegenüber mir selbst, gegenüber mich selbst parasitär? Da können wir auch die Parasiten abtöten, aber eben, wenn wir die Umstände nicht ändern, dann kommen die wieder. Das heißt, das Grundverhalten. Der Mensch muss immer wissen, dass diese Ursache, die er auch im geistlichen Bereich legt, ob das Flüche sind auf der einen Seite oder einfach, ich sag mal, negative Verhaltensstrukturen, wie du sagst, Menschen unterdrücken, immer auf andere ihre Kosten leben oder so, irgendwelche Dinge. Auch das reflektiert sich im Leben. Genau. Und wie gesagt, wichtig ist zu wissen, der Anstupser, den wir kriegen, muss nicht die Ursache sein. Das ist nämlich genau der Punkt, wo viele dann immer sagen, ach, was, alles Quatsch, die Ursache war das und das. Also ich habe das mal selber erlebt. Das war zwar eine der schmerzhaftesten Erfahrungen meines Lebens, aber äußerst lehrreich. Ich habe eine Glutamatallergie bekommen. Das ist jetzt ungefähr 5-6 Jahre her. Das war die Hölle. Also da wusste ich nie, was ich essen kann. Und dann habe ich
Eiterausschläge bekommen hier und hier hinten und durch die Bartstoppeln war das dann wie 1000 Nadeln, die da gestochen haben. Katastrophal. Und da konnte ich auch nicht schlafen. Sicher 10, 12 Monate ging das so. Und dann haben wir für uns gedacht, ich habe dann getestet, hat zwar angegeben Allergie, und wir haben für uns gedacht, das ist dieses Glutamat, weil wir da viermal in der Woche beim Chinesen ins Restaurant gingen. Aber meine sehr weise Frau hat mir dazu mal schon gesagt, schau mal diesen Punkt da an. Das hat sicher was damit zu tun. Und das Wort ist ja interessant, Geschmacksverstärker. Also alles solche Dinge, und das darf ich sagen, also ich habe das überhaupt nicht mehr. Und es ist seit der Geburt meines oder unseres ersten Sohnes verschwunden, komplett verschwunden. Und ich habe gelitten, also grauenhaft, wirklich grauenhaft. Also auch wieder ein Spiegel für einen inneren seelischen Prozess, den ich dazumals nicht tun wollte oder nicht tun konnte, aufgrund von Verstrickungen, die ich hatte. Aber dann war der Prozess durch die Geburt des Sohnes vorbei und der Zaunpfahl musste nicht mehr winken. Also so sehe ich das. Also das heißt, wir sollten immer, wenn irgendwelche Problematiken in unserem Leben auftreten, die sich dann körperlich äußern, und da gibt es diesen alten Spruch, das muss ich gerade überlegen, ob wir ihn zusammenbringen, der Körper ist der Ausdruck der geistigen Situation in der Materie. Mhm. Also bedeutet, verhalte ich mich irgendwie unterwürfig, werde ich wahrscheinlich irgendwann einen Buckel kriegen, weil ganz klar, wenn ich mich ständig ducke vor irgendjemand, wird sich das irgendwann in meinem Körper manifestieren. Mhm. Und so ist mit vielen anderen Sachen. Du sagtest zwei Beispiele. Das eine war das mit Herzinfarkt und der jungen Frau. Das andere ist auch sehr, sehr extrem. Dieser Mann hat mir ein Foto geschickt und es ist wirklich unglaublich schmerzhaft gewesen. Er hat die ganzen Augen waren durch eine Kruste wie verklebt und das hat er dann überall bekommen. Und ich habe da mit ihm gesprochen und dann habe ich ihn gefragt, wann das eingetreten ist. Und die Schwiegermutter lebte mit den beiden im Haus. Und die haben ein Problem gehabt. Interessant war dann festzustellen, dass die Frau den Punkt eigentlich sofort gesehen hat, aber er hat ihn von sich weggeschoben. Ja, das ist ja oft so. Und ich weiß nicht, wie es ihm geht, er hat sich nicht mehr gemeldet, aber also diese Schwiegermutter hat nicht mehr mit ihm gesprochen. Am Schluss ist dann gestorben. Und die muss sich anscheinend sehr oft über ihn beschwert haben. Vermutlich eben Verwünschungen, Verfluchungen. Also einfach diese Auswirkung auf die Physis ist absolut unglaublich, wenn man das sieht. Also total zerstörerisch. Und der Mensch leidet natürlich zum Teil jahrzehntelang. Ja, jetzt weißt du ja nicht, wer dir Böses will. Ja doch, das kann man rausfinden. Was heißt das, kann man? Ja, also in den meisten Fällen, das ist einfach das, was ich erlebe. Es gibt Ausnahmen, aber ich würde sagen, die meisten Menschen wissen, wo der Hase begraben ist. Also die meisten Menschen spüren, dass da was nicht gut war oder nicht so war, wie es hätte sein sollen. Natürlich wissen sie nicht, ob der einen Fluch ausgestoßen hat, aber du kannst zum Beispiel mit dieser Person sprechen. Da war noch so ein Fall, ein Mann aus Deutschland, seit Kindheit Verfluchungen und Verwünschungen am Hals vom Vater. Der Vater hat seine Mutter, als er noch im Mutterleib war, im betrunkenen Zustand getreten. Also eine grauenhafte Situation. Und der hat eben auch mich angerufen, hat erst das Gefühl gehabt, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe ihm da angeraten, er soll den Vater kontaktieren. Also das ist auch so etwas, was hier, finde ich, da haben wir einfach zu viel Scheu oder wir sind auch zu kraftlos in dieser Beziehung. Also wenn jetzt ich mit dir Ärger habe, das haben wir ja auch so praktiziert, wir hatten zwar keinen Ärger, aber wir hatten einen kleinen Meinungsverschiedenheit. Genau. Dann spreche ich dich darauf an und lasse das nicht brodeln vor sich und schlussendlich sind wir sogar noch Feinde. Sondern ich mache immer den ersten Schritt und sage, du, vielleicht habe ich dann Fehler gemacht, was können wir machen? Und das habe ich ihm auch empfohlen, aber ich weiß jetzt nicht, was rausgekommen ist. Aber was die Leute auch nicht wissen, die meisten, also jetzt haben wir diese geistige Ebene, Verfluchung, Verwünschung. Und das war ganz interessant, nach unserer Sendung letztes Mal kam ein Mann zu uns und der hat uns eine Geschichte erzählt und die möchte ich hier kurz wiedergeben, weil die ist doch ziemlich spektakulär. Also die Mutter oder die Frau ist gestorben an Weihnachten und zwei, drei Wochen später fängt der Sohn an, man würde jetzt sagen, plem plem zu gehen, also wie schizophren, ja.
Und es hat sich dann herausgestellt, dass die Mutter den Sohn besetzt hat. Also körperliche Besetztheit. Und die Mutter hat sogar zum ehemaligen Ehemann gesprochen und hat sich unter anderem über ihren lausigen Zustand in der jenseitigen Welt beschwert. Ja, das ist nicht besonders lustig, aber es ist einfach eine Tatsache. Und ich habe das, ich weiß aber, ein deutscher Kunde hat mir dann eine E-Mail geschickt, der hat eine Schizophren heißt für mich, dass dieser Mensch besetzt ist von einem oder mehreren bösen Geistern. Ja? Ja. Oder anderen Wesenheiten. Das muss nicht böse sein unbedingt. Es kann ja nur ein anderer sein, der dann deine Persönlichkeit verändert. Ja, aber dann wäre er nicht gut, weil dann würde er dir die Freiheit lassen. Also sicher einer, entweder unreif, ungut, eventuell sogar böse. Es gibt ja da verschiedene Abstufungen. Mhm. Aber so, dürfte er dich nicht so beherrschen. Das heißt unmöglich. Und dieser Mann, der Deutsche, der hat dann gesagt, er hatte die Möglichkeit, mit seiner Tochter, also mit diesem Geist in seiner Tochter zu sprechen. Und diese Person, das war eine Frau, hat das geschrieben, könnte ich zeigen, das war eine sexbesessene weibliche Person. Und die wollte jetzt diese Tochter, hat sie besetzt, und die Tochter wusste das aber. Und hat gesagt, ich akzeptiere das. Ich lasse die jetzt in mir wohnen eine gewisse Zeit. Ist natürlich in der Klapsmühle und bekommt schwere Medikamente, die natürlich nichts bringen, aber nichtsdestotrotz ist es einfach so. Ah, die schmeißt doch ihr Leben weg. Das muss sie mit sich ausmachen, da habe ich nichts zu sagen dazu. Wenn das der Geist entscheidet, dass sie das trägt, dann lasse ich das so stehen. Ich finde es jetzt nicht sehr sinnvoll, aber das muss jeder mit sich selber ausmachen. Und das sind jetzt nur zwei Aspekte. Ich habe schon Leute gehabt, zum Beispiel, dass der Geist ein Organ besetzt. Und dann dieses Organ wird dann krank oder stirbt, und dann stirbt halt natürlich der Patient auch gleich mit. Das wird natürlich hier in unserer westlichen Welt wird das komplett ignoriert, sowohl von der Schulmedizin wie auch von der Naturheilkunde. In Afrika ist das gang und gäbe, also da kannst du die größten Horrorgeschichten lesen, fast täglich in der Zeitung. Hier ist das verschwunden. Warum unterscheidet sich das so? Sind das Ergebnisse oder Auswüchse aus dem Thema mehr in der Natur, mehr, wenn man diese Glaubensmuster anschaut, wenn sie nicht irgendeinem Glauben beigetreten sind, haben ja die Naturvölker in der Masse die klassischen Naturgötter, also verehren die Erde oder die Sonne oder das Feuer oder all diese Dinge, die sie am Leben halten und nähren, Wasser auch ganz, ganz weit verbreitet. Kommt es daher, dass man da viel mehr auf eine weitere Ebene gibt, weil das ganze Thema Geister, wenn wir in das Mittelalter gehen, da war das Geisterglauben bei uns auch noch eigentlich sehr, sehr präsent. Woher kommt das? Hängt das mehr zusammen mit der Entwicklung, mit Zivilisation oder mit was hängt es zusammen? Also, das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber es gibt ein sehr schönes Hotel in Kampala und die haben so Antiquitäten dort rumstehen. Ich habe die fotografiert, wollte die eigentlich im Newsletter zeigen, aber die Fotos waren zu schlecht. Wenn man sich jetzt diese Gestalten anschaut, ich weiß nicht, was die Leute empfinden, aber vermutlich würde jeder sagen, schwarzmagisch, dämonisch, absolut teuflisch. Und es hat zum Beispiel eine Statue dort, die hat vier Köpfe. So, und dann oben vier Köpfe. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, was denn das bedeutet. Das sei ein Fetisch, also ein schwarzmagisches Instrument. Und wenn dich das jemand in dein Zimmer stellt oder so, dann wirst du Verfolgungswahn kriegen. Das symbolisieren dann die vier Gesichter. Mhm. Oder dann haben sie eine Figur gehabt, da waren die Hände abgeschnitten, hier, die Arme abgetrennt, plus Seile um den ganzen Körper. Und dann habe ich auch gefragt, was das ist. Und dann haben sie gesagt, die wurde gefoltert vom König. Also so grauenhaft. Und bis heute, natürlich will das niemand hören, auch hier nicht, weil die Entwicklungshilfeorganisationen, die leben gut von den Milliarden, die darüber fließen. Das interessiert niemanden. Aber da kannst du bis heute lesen, dass Kinder eingemauert werden in Häuser, in Supermarkt, damit das Geschäft läuft. Oder es gibt bis heute... Was Lebendige? Absolut. Wahnsinn. Es gibt bis heute Fälle, das weiß man, die werden heute auch verhaftet, diese Menschen, die einfach ein Kind opfern,
Da gab es erst vor einem halben Jahr ungefähr einen Fall in der Zeitung in Afrika. Da hat man immer alle 2 Jahre war ein totes Kind. Und dann ist man davon ausgegangen, dass dieser Vater das Kind geopfert hat, um erfolgreich zu sein. Und das Erschreckende an der ganzen Sache ist eigentlich, dass das funktioniert, ist das Brutale. Also es geht eigentlich in die Richtung, eben, also schwieriges Thema, ich möchte es auch nicht zu sehr ausbreiten, weil es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema und es gibt uns leider ein ganz anderes Bild vom armen Afrikaner, wie man es uns eben vermittelt. Mhm. Also der Afrikaner für mich, ich bin jetzt wieder hier seit 8 Tagen, ich habe noch, glaube ich, noch keinen Sonnenstrahl gesehen und irgendwie nur grau und also schrecklich eigentlich. Und der Afrikaner, das darf ich mit gutem Gewissen sagen, das sind die reichsten Menschen der Welt, mit Abstand. Die haben alles, Sonne, Regen, Früchte, alles wächst da. Aber die sind nicht in der Lage, damit vernünftig umzugehen. Jetzt kannst du da Milliarden reinbuttern, dann kannst du davon ausgehen, die Oberen, die versickern nicht. Die versickern mit Sicherheit nicht, sondern du wirst einfach sehen, der hat einen neuen Mercedes 600 SL, die fahren mit riesen Schlitten rum. So läuft das. Und also ich finde, das ist äußerst peinlich, was wir das eigentlich tun. Das meine ich aber damit, ja. Irgendwo versickern. Ja, es versickert. Heißt nicht angebracht in Entwicklungshilfe oder in Landwirtschaft oder in Infrastruktur, sondern in so dunklen Kanälen. Dass dann, ich habe das auch vor kurzem mit einem anderen Beispiel in einem westafrikanischen Land, gab es auch Millionen eigentlich für Infrastruktur. Ja. Was war? Der Clan, der regiert hat, hat plötzlich Mercedes-G-Modelle und neueste Technik aus, wie bei uns, aus dem Mediamarkt oder aus dem Interdiscount oder wo auch immer her. Und dann sieht man natürlich, dass da nicht die Interessenslage da ist bei dem Volk, sondern da ist die Interessenslage bei der Herrscherklicke. Ja. Und da liegt halt das Problem. Ja. Was ich schade finde, nur schon eine Nachbemerkung, dass wir, also einfach geben, 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 das sind ja mittlerweile Milliarden und niemand kontrolliert, was mit diesen Geldern passiert. Wir wollen das ja auch nicht geben, das, was damit gemacht wird. Wir geben das ja hier, um unser Gewissen zu beruhigen. Und in dem Moment, wo ich so die Spendenbüchse reingeschmissen habe, habe ich meinen Platz im Himmel erkauft. Das kennen wir ja. Der Taler in dem Beutel klingt, die Seele in den Himmel schwingt. Das ist ja, ist ja nicht so alt, die sehr, Geschichte. Sehr, sehr traurige und sehr widersprüchliche Geschichte. Und wenn man da unten ist und das sieht, ist sehr ernüchternd. Aber anderes Thema, ja? Ja, wir kommen aber gerade zu unserem anderen Thema kurz vor der Pause. Das heißt, wir haben noch wenige Sekunden, bis wir in die Werbung gehen. Aber liebe Zuschauer, gleich nach der Werbung werden wir von den Flüchen zu den Dämonen gehen und dann zu was ganz Normalem, was Blähungen sind. Und einiges andere Interessante hören Sie auch noch gleich. Der Botschafter des Wassers, Dr. Masaru Emoto, hält seinen einzigen Vortrag in der Schweiz am 10. April 2013 um 19 Uhr im Restaurant Element in Langenthal in der Lotzwilstraße 66. Melden Sie sich jetzt an, die Plätze sind begrenzt. Und schon sind wir wieder zurück bei timetodo.ch. Bei mir zu Gast Andreas Schaufert von der Firma Tat Wellness. Ein Mann, der nicht nur Produkte verkauft, sondern der auch viel tut, der sich in Afrika viel bewegt, der auch wieder in der Schweiz ist und diese ganzen Erkenntnisse auch aus der Natur, aus dem, was die Natur uns geben kann, siehe diese fantastischen Schalen von diesen Kuhhörnern, da zu uns bringt. Und natürlich gibt es auch immer Geschichten dazu. Geschichten bedeutet, dass die Ursachen, die wir so meinen, wir sind ja so konditioniert, wenn es weh tut, gehe ich zum Doktor, der gibt mir eine Pille, dann ist es weg und alles ist in Ordnung. Da wissen wir auch mittlerweile, dass es heute nicht mehr funktioniert. Und jetzt begeben wir uns in so Gebiete. Viele Leute werden sagen, ach, so ein Unsinn, Fluch und so, wenn man dran glaubt, ja, wenn nicht, nicht. Aber es gibt auch noch einen tieferen Hintergrund, dämonische Dinge. Wir haben das eben gehört von seltsamen Figuren, die natürlich Wirkungen haben. Aber das geht auch im unsichtbaren Bereich. Du hast da auch vielleicht noch 2 Beispiele dazu. Mhm. Aber die sind ziemlich krass. Das war eine Frau und die hat eine Ferienwohnung hinter den Kurfürsten gehabt. Und die hat mir eine völlig extreme Geschichte erzählt. Die war dann im Bett und die wurde von einem Dämon physisch in die Hand gebissen. Also grauenhafter Schmerz. Man hat die Bissstelle gesehen und die war natürlich aus dem Häuschen und ist fluchtartig aus dieser Wohnung weg. Und interessant ist, die glaubt eben nicht an solche Dinge.
Und dann habe ich eine, also es gibt viele Geschichten, aber die zweite ist auch noch ziemlich extrem. Das war ein junges Mädchen in Baselland, ungefähr 9 Jahre alt, und die hat sich immer beklagt bei den Eltern, dass ihr Zimmer stinke und es sei ein graues, dunkles Wesen im Eck und sie könne schlecht schlafen. Und der Vater, Materialist, hat gesagt, ja, du mit deinen komischen Kinderfantasien, ich schlafe mal in deinem Zimmer. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er hat mir wörtlich gesagt, es war die entsetzlichste Nacht meines Lebens. Und das ist so ein guter Hinweis eigentlich, diese Gerüche. Also man kann das wahrnehmen, es gibt Leute, die können das wahrnehmen, auch normalsterblich, also muss man nicht hellsichtig sein, so schweflig, feurig, verbrannter Geruch zum Beispiel. Und dann auch hinten so etwas Schattenartiges, das einem etwas Unwohlsein beibringt. Also auf solche Dinge kann man sich achten, das ist extrem wichtig. Und was natürlich heute ungut ist, ist natürlich dieses Faktum, dass Dämonen, haben wir vorhin schon gesagt, kommen in der westlichen Welt praktisch nur noch im Fernsehen, in der Literatur und sonst kommen die nicht mehr vor. Und das Drama beginnt eigentlich dort, dass dann der Mensch glaubt, ja, das ist ja nur Film. Aber der Film interessanterweise ist eben eine Replika, also eine Offenbarmachung eigentlich der höllischen Welt. Mhm. Das wird natürlich extrem geschickt gemacht. Was kann ich denn dagegen tun? Ja gut, im Lichte Gottes wandeln natürlich, entsprechend dich danach verhalten. Sonst, wenn du schon einen an dem Hals hast, also, das muss auch wieder jeder für sich entscheiden. Also es gibt, das weiß man einfach, wenn man gewisse Dinge liest oder gewisse Dinge schaut, dann weiß man, es gibt gewisse Orte, da halten sich solche Geister bevorzugt auf. Also verrauchte Kneipen zum Beispiel, hast du vorhin das Beispiel gebracht, oder natürlich Rockkonzerte. Ich habe vor kurzem per Zufall mit meinem Bruder ein Rockkonzert gesehen von AC/DC. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen, es hat mir wirklich die Sprache verschlagen. 100.000 Jugendliche, alle mit Teufelshörnern, hüpfen zu diesen höllischen... Highway to Hell, unglaublich. Ist ihr Titel. Also wirklich absolut unglaublich, und das scheint niemanden zu interessieren. Also normalerweise, wenn du dich jetzt so verhalten würdest, dann würdest du verhaftet wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Aber weil die Ärgernisse eben so subtil die Gesellschaft unterwandert haben, interessiert das offensichtlich gar niemanden mehr und jeder tut eigentlich, was er will. Das kann er ja von mir aus tun, aber er soll nicht massenweise junge Menschen, die einfach wie ein Staubsauger sind, die alles einsaugen, verseuchen, das finde ich einfach illegitim. Vor allem, weil die noch mit magischen Kräften arbeiten, das weiß man einfach. Ja, aber das ist ja gang und gäbe. Schau dir unsere Welt an, dieses ganze Thema Verführung und das Runterziehen. Warum können wir den Schritt in eine ganz andere Gesellschaft nicht machen? Ich sage immer, weil wir schwingen wie ein Betonklotz. Weil diese ganzen Dinge, Schadstoffe in unserem Körper, schlechte Gedanken, ein Umfeld, was uns nur in Stress, Ärger und Hektik bringt, materialistisches Denken, all diese Dinge, die ich da aufzähle, sind ja keine Dinge, die zu unserer Entwicklung beitragen. Das sind ja eher Dinge, die uns ständig runterholen und die uns ständig unter der Teppichkante laufen lassen, wenn man dieses Schwingungsfeld anschaut. Also meine Frau hat mir, ich möchte den jetzt doch bringen, meine Frau hat mir heute gesagt, sie hat, meine Frau ist ziemlich gut, also wenn sie träumt, dann ist es, auch über mich hat sie schon viel geträumt, dann stimmt es. Und ich hoffe, es war keine Albträume. Nein, sie hat einfach gesehen, was ich für Fehler gemacht habe. Das hat sie gesehen, deutlich. Und sie hat mir erzählt, dass sie hat einen Traum gehabt und all die Frauen zum Beispiel, wir lassen jetzt mal die Männer weg, aber die Frauen, die einfach nackt auftreten, sich zur Schau stellen, das sind gemäß ihrem Traum Gefangene der Unterwelt. Und sie hat, ich bin jetzt strikter wie sie, also für mich ist das inakzeptabel, aber sie hat immer gesagt, ja, ja, das ist ja nicht so schlimm und so. Und jetzt dieser Traum hat ihr gezeigt, oh, oh, ist ziemlich dramatisch. Sie hat sogar geweint, hat sie mir gesagt. Und heute, wenn ich nach Europa komme, Afrika ist auch übel in dieser Beziehung, aber hier, ich kann ja kaum aus dem Flughafen aussteigen, hängen wir schon 5 Meter große, halbnackte Frauen am Flughafen kommen mir da entgegen. Das Wie scheint, heißt der alte Spruch? Sex sells. Ja, genau. Ich habe ja mal den Versuch unternommen, und das als kleine Anekdote wiederum. Ich habe mal den Versuch unternommen, also ich habe nicht den Versuch unternommen, sondern ich habe
SP, SVP, CVP, diese großen Parteien angerufen, habe gefragt, schaut mal, wenn jemand dich umbringt mit einem Messer, dann wirst du strafverfolgt. Würde ich mich gerne interessieren, warum werden die Menschen, die solche Texte verbreiten, wie ein Bushido, AC/DC, wie sie alle heißen, warum wird es denen erlaubt, die Seele des Menschen komplett zu zerstören? Warum? Niemand hatte auch nur das geringste Interesse an diesem Thema. Warum? Weil sie alle auch selbst involviert sind in diesem Thema. Aber das wäre eigentlich eine eigene Sendung. Ich wollte wirklich noch auf die anderen Themen kommen, weil die sind wichtig. Wir waren ja heute, ist ja gut, unser Ansatz, den wir gebracht haben, die Menschen denken ja immer, wir sagen jetzt was, ja, was kannst du tun, wenn du den Finger anspielst, was kannst du gegen Arthritis tun und das und das und Jawohl. Das. Und da sind wir immer bei der Symptomgeschichte. Wir hatten ja gesagt, wir gehen in der Sendung mal ein bisschen tiefer, dass die Leute auch mal begreifen, dass das aus dem Inneren kommt. Dein Körper wartet lang, aber wenn du aus deinem Inneren heraus, das Thema Fluch, das Thema schlechte Gedanken. Richtig. Wenn ich den ganzen Tag mich über meinen Nachbar ärgere und der Drecksack und was weiß ich, das frisst sich in mich hinein. Richtig. Das schadet mir viel mehr wie im Nachbar. Ja. Dem wird es wahrscheinlich auch irgendwie schaden, aber mir auf jeden Fall viel mehr. Und daher kommen ja dann die Krankheiten, die wir als körperlich ansehen. Aber wir hatten aus unseren ganzen Mails und aus dem ganzen Verkehr ja noch so dieses ganze Thema, das passt auch drauf am Schluss, weil Stinken hatten wir vorhin gehabt. Da geht es um das Thema Blähungen. Das klingt vielleicht oberflächlich und so, immer, ja, aber Blähungen ist ja nicht so wild. Aber was viele Menschen quält und was vielen Menschen auch Probleme bereitet. Wenn du jetzt einen Beruf hast, wo du mit Publikum zu tun hast und hast Blähungen, ist das nicht so angenehm. Ja, du, also die Leute wissen das nicht, aber ich habe Leute am Telefon, die gehen nicht mehr aus dem Haus. Ach was. Kein Scherz. Die gehen nicht mehr aus dem Haus, weil sie das so plagt. Natürlich. Zum Beispiel jetzt schlechte Gedanken ständig, die sich dann nicht sauber verdauen, auch denkbar, aber hauptsächlich sicherlich falsche Ernährung. Und da haben wir ja, jetzt kommen wir wieder auf Produkte, da haben wir wirklich ein Patentrezept gefunden, das sieht wirklich super gut aus. Also da kriegt nicht jeder, aber die meisten kriegen das eigentlich weg innerhalb von Stunden. Mhm. Also die nehmen extrem hohe Dosis an Silberwasser, da war ja übrigens vor kurzem eine kleine Kontroverse in der Schweiz, eine zwar ein bisschen lächerlich, aber dennoch ein bisschen gerechtfertigte Kontroverse. Also man nimmt Silberwasser, um Fäulnisbakterien, eventuelle Pilze abzutöten. Das funktioniert tadellos. Dann muss die Person meistens sofort auf die Toilette, verliert auch oft 2 bis 3 Kilo. Nicht immer reicht. Also es gibt ja Männer, die haben ja so einen riesen Blähbauch. Und bei den Frauen ist er oft glatt und gespannt und drückt dann wirklich die Gedärme. Und dann nehmen wir diesen bekannten Chaga-Heilpilz mit den Pinienpollen zur Regeneration der Darmflora, über 100 Enzyme. Und dann sind die Leute, die meisten pudelwohl nach kurzer Zeit. Also das ist ein wirklich großes Problem, interessanterweise. Nur spricht natürlich niemand gern darüber, das ist ja auch klar. Also dieses Thema Silberwasser hast du angesprochen, habe ich auch einige Mails dazu gekriegt, was ich dazu denke. Erstens denke ich dazu, dass man nichts im Übermaß machen soll. Ja. Also die Fälle, um die es da ging, da kaufen sich Leute Maschinen, die kollodiale Silber und saufen jeden Tag ein, zwei Gläser Silberwasser. Das ist natürlich vollkommen übertrieben. Wenn der Körper so viel Silber brauchte, dann hätten wir irgendwo wahrscheinlich eine Quelle, wo Silberwasser rausläuft auf der Erde und dann könnten wir das da immer trinken. Ja. Ich sage, guck doch in die Natur, läuft da Silberwasser aus dem Berg oder wo, was ist denn das? Und eigentlich ist es das beste Antiseptika, also Silber, man hat ja früher an den Wasserhähnen vorne einen silbernen Ring drin gehabt, dass auch wenn die Leute am Mund dran getrunken haben, an Quellen oder so, dass durch das Silber Bakterien immer wieder abgetötet wurden und dass da keine Krankheitsübertragung stattfand. Und kollodiales Silber, gibt es Bücher drüber, hunderte, welche Wirkungen das hat, aber wie gesagt, die Dosis macht den Erfolg und kein Mensch auf dieser Welt braucht jeden Tag ein Glas Silberwasser, weil, außer er will ein Silberbarren werden oder so. Ja, es gibt ja schon diese Fälle, das darf man ja nicht vergessen. Also es gibt und es lagert sich auch im Körper ab, das ist schon gefährlich. Wenn man eine gewisse Menge zu viel nimmt und wenn man eben Kolloid nimmt, statt das, was wir verkaufen, dann besteht diese Gefahr. Die ist aber sehr, sehr minim und was mich sehr überrascht hat, ist immer das Gleiche. Also da wurden ja 9 ppm wurden ja da angekreidet. 9 ppm, das würde vermutlich jeder Physiker würde das bestätigen, ist nichts.
Also 9 Teile Silber auf 1 Million Teile Wasser, verteilt auf 6 Liter Körperflüssigkeit. Das ist wirklich nichts. Das ist ja Potenzierung wie in der Homöopathie. Genau, das ist wirklich gar nichts. Also das kann nicht der Grund gewesen sein. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass man einfach wieder mal auf etwas schießt. Da besteht ein Risiko, da bin ich auch der Meinung. Ich kenne mittlerweile 2 persönlich, die das haben. Sieht nicht gut aus. Darum verkaufen wir das Produkt auch nicht mehr. Aber ich habe ja dann kurz Antibiotika nehmen müssen wegen der Wunde. Und ich habe ja schon nach 1,5 Tagen einen riesen Hautausschlag bekommen. Eine Bekannte, die das E-Mail geschrieben hat, hat das gleiche Phänomen. Und dann eine Bekannte bei mir, die hat grausamste Schmerzen gehabt, tagelang. Und der hat man Septrin gegeben, ebenfalls ein Antibiotikum. Und wenn man dann ins Internet geht, ein bisschen recherchiert, dann ist es für mich ein Rätsel, wie so ein Produkt überhaupt legal sein kann. Weil die Leute, wenn man das liest im Internet, die sterben fast vor Schmerzen. Die verstehen die Welt nicht mehr. Das schlägt die komplett zusammen. Und da sagt dann dieses sogenannte BAG und die sogenannte Swissmedic einfach nichts. Und das verstehe ich nicht. Und solche Fälle haben wir ja zuhauf. Man schießt auf einen kleinen Spatzen und den großen Raubvogel, den lässt man liegen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es ist ja noch interessant, eine kleine weitere Anekdote. In Afrika haben wir ja dieses Phänomen Malaria, hast du sicher schon gehört. Ich bin mittlerweile der Meinung, es gibt gar keine Malaria dort. Wenn ich gestochen werde und ich wohne so 100 Meter von einem Flusslauf und mit Sumpf und so, ich kriege nicht mal einen Huppel. Es juckt ein bisschen und dann ist weg. Das war alles. Und dann, was auch noch rätselhaft ist, das muss man mal einem Mediziner bitte erklären, wenn jemand zuschaut, warum geben diese Ärzte Antibiotika gegen einen angeblichen Moskitoparasiten? Das macht ja null Sinn. Einfach solche Widersprüche, die ich ständig entdecke. Ich bringe jetzt gerade dieses Geschichtchen noch mit dem Vaterschaftstest. Ah, ja, hatten wir auch in Porto gesprochen. Das passt jetzt gerade so sauber dazu. Also, das ist eine unglaubliche Geschichte und ich bin überzeugt, wenn ihr das hört, dann, weiß nicht, dann werden wir alle zu zweifeln beginnen, hoffe ich wenigstens. Kommt ein Cousin von meiner Frau, der hat einen Vaterschaftstest machen lassen, 3 Kinder, weil es waren Rumors, also Gerüchte im Umfeld, dass seine Frau ihn betrogen hat. Er hat also einen Vaterschaftstest machen lassen und 3 seiner Kinder sind nicht seine Kinder gemäß Vaterschaftstest. Mhm. Dann kommt er zu mir, über meine Frau natürlich, und bittet mich, dass ich das austeste. Ich sage, du schau, das kann ich nicht austesten, weil das ist eine anerkannte wissenschaftliche Methode. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 99,99%. Jedes Gericht in der westlichen Welt akzeptiert das als Beweis. Ich kann das nicht testen. Das wäre verrückt. Und dann haben wir halt diskutiert, weil er gesagt hat, einer seiner Kinder sieht ihm wirklich sehr ähnlich. Er kann das einfach nicht glauben. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du wirklich die Verantwortung übernimmst und mir nichts da bei mir hängen bleibt, dann mache ich das. Teste ich das aus? Negativ. Also der Vaterschaftstest falsch. Dann hole ich die Kinder, teste mit dem Vater, waren seine Kinder. Jetzt falle ich natürlich aus allen Wolken. Dann haben wir in seinem Beisein, gehen wir ins Internet, ich besuche meistens amerikanische Seiten, weil die einfach, ich weiß nicht warum, aber die haben einfach ein breiteres Spektrum an öffentlicher Meinung, habe ich das Gefühl, wie die Europäer. Also ich habe dann eingegeben auf amerikanischer Seite, Zuverlässigkeit von DNA-Vaterschaftstests. Wenn man das liest, könnt ihr gerne selber tun, bitte. Es gibt auch deutsche Seiten, aber nicht ganz so extrem. Also so wie es aussieht, ist das mit den 99,99% ist eine rein hypothetische Annahme von Wissenschaftlern. Es gibt keine einzige Studie, die beweisen würde, dass der Vaterschaftstest zuverlässig ist. Ja, Moment mal. Das würde ja in ganz andere Bereiche hineingehen. Aha. Also wie viele Leute werden heute heißt es ja im Strafrecht DNA, absolut, ist so wie Dings, und wenn heute ein Ermittler deine DNA-Spur nachgewiesen hat, das ist deine, kannst du sicher sein, kein Gericht der Welt wird dich freisprechen, überall wird verknackt. Absolut skandalös, und es gibt eine Webseite, DNA Faults and Errors, da gibt es eine Studie von einer Frau in Arizona, 15.000 Leute hat die analysiert, von diesen 15.000 Leuten haben 100 bin ich ganz sicher, aber
haben zig Leute übereinstimmende DNA. Das heißt, die wären alle im Fall eines Kriminalfalles, wären die alle verhaftet. Täter. Genau. Jetzt geht es aber noch weiter. Das ist noch gar nicht das Ende der Geschichte. Dann hat es ein Forum und dann schreibt einer, das ist unglaublich, der Moderator des Forums schreibt dann, ja, dein Fall wäre eigentlich nicht so sehr ein wissenschaftlicher Fall, sondern ein Fall für die Gesetze. Wie werden DNA-Tests in deinem Staat angeschaut? Das ist ja völlig absurd. Also entweder ist es ein Faktum oder es ist ein Wabonk-Spiel. Und dann schreibt der eine, er hätte jetzt gerade seinen Vaterschaftstest bekommen. Und dann macht man idealerweise mindestens von 15 verschiedenen Körperpartien nimmt man Proben. 15, 16, ja, das wären dann angeblich die guten Labors, die das machen. Jetzt musst du das mal so vorstellen. Der hat Zweifel bekommen nach dem Tod seines Vaters, macht diesen Test. Von 15 waren 8 nicht übereinstimmend. Ein bisschen mehr wie 50%. Ein bisschen, also nicht sehr aussagekräftig. Aber bei den Chromosomen waren 3 von 4 übereinstimmend. Jetzt sagt er mir mal, dann fragt er auch, was soll ich jetzt tun? Also ist es jetzt mein Vater oder ist es nicht? Es ist unglaublich. Also ich sage das eigentlich nur, weil ich einfach sehe wiederum, es ist nur eine riesige Geldmacherei und man hält uns für Vollidioten. Und was ich aber nicht verstehe, aber gut, das ist auch wieder verständlich, weil dummerweise erlaubt ja unser demokratisches Wohlfahrtssystem, dass eigentlich die unfähigsten Leute an die Macht kommen. Das ist eigentlich das Traurige an diesem Regierungssystem. Du brauchst weder einen Fähigkeitsausweis, du brauchst keinen Abschluss. Du kannst als 18-jähriger Nobody dich als Politiker bewerben, machst einen schönen Satz drüber, zuverlässig, vertrauensvoll, brückenbauend. Wenn du Glück hast, kriegst du die notwendigen Stimmen, bist du schon im Parlament und darfst mitentscheiden. Und das ist eigentlich auch ein Aufruf, also ob ich das einen Aufruf nennen darf oder mach, bitte nicht mehr wählen in Zukunft, weil wir wählen uns um Kopf und Kragen. Wir müssen es eigentlich. Ja, da wäre ich aber vorsichtig. Nicht wählen ist noch schlimmer. Nein, weißt du warum nicht? Ich sage dir warum nicht. Erstens würden wir Millionen sparen. Die haben ja alle Gehälter zwischen, sagen wir mal, 10.000, 15.000 Franken, einmal netto und kommen ja, gut, auf. Aber wenn wir als Bürger ja nicht wählen gehen, tun wir ja nicht verhindern, dass das System geändert wird. Doch, wir würden dafür sorgen, bin ich überzeugt, dass die Parlamente leer wären. Ja? Das heißt, ich habe das jetzt beobachtet. Ich brauche niemanden, der mir eigentlich sagt, was ich zu tun habe. Ich habe heute 2 Briefe von einem Zollamt. Wenn du das liest, ich könnte es vorlesen, da kriegst du kannst nicht mehr arbeiten. Das ist unmöglich. Also weil diese Damen und Herren die wollen ja Geld von uns, immer nur Geld, ständig. Aber die tun nichts fürs Geld, sondern die tun einfach das, dass wir nicht arbeiten können. Ich kann ja zum Teil gar keine Ware mehr exportieren, ist unmöglich. Ist Fakt, ich kann nicht. Und gleichzeitig wollen sie aber immer mehr steuern, damit sie es in ihren eigenen Säckel tun können. Jetzt, wenn wir nicht wählen, dann ist das Parlament leer. Parteien sind weg. Und ich wette mit dir, Norbert, unser Leben wäre total schön. Weil niemand würde uns irgendwelche absurden Gesetze... Es ist doch so, lesen wir mal durch, was die tun. Das ist völlig verrückt. Ich habe einen Artikel bekommen, denn am Freitag habe ich wieder Aktuell-Sendung, einen Artikel bekommen, der titelte Wann ist endlich Schluss mit dem System Sadismus? Ja, da passt das Wort Sadismus eigentlich nicht. Ich finde, das Traurige an der Sache ist ja das, es geht ja zurück. Ich möchte es aber nicht zu sehr ausdehnen, weil ich noch ein weiteres Thema bringen möchte. Aber das Thema geht ja zurück bis zur Französischen Revolution. Und das Interessante ist ja, wenn man das mal nüchtern anschaut, dann war das eine Herrschaft des Gräuels. Also die haben ja Robespierre und seine Kumpanen, die haben ja dann ihre besten Freunde umgebracht, weil sie nicht mit ihnen übereingestimmt haben. Und ich nenne das mittlerweile eigentlich für mich innerlich der Fluch Robespierres, der uns bis heute nachfolgt. Und einfach als Abschluss,
bringt in eine Gesellschaft die Demokratie, und wir sehen das deutlich. Die Gesellschaft wird innerhalb von 3-4 Jahrzehnten komplett zerstört sein, moralisch, finanziell, religiös, finanziell. Jede Ebene ist die Demokratie in der Lage zu zerstören. Jede. Kann man easy beweisen, ganz Europa ist kaputt, USA. Es gibt ja Stimmen, die sagen, zurück zur Monarchie, nur unter anderen Definitionen. Also ja, nicht mehr diese totalitären Herrscher, sondern einen König, Kaiser, Fürst, was weiß ich, wählen, dessen Hauptaufgabe ist im Prinzip, das Zünglein an der Waage fürs Volk zu sein, da zwar ein Parlament drunter zu setzen, es müssen ja Dinge entschieden werden, da kommen wir ja nicht umhin, egal in welchem System. Aber einen König zu haben als Beispiel, der vom Volk gewählt wird, nur vom Volk, von niemand anders, und der jedes Gesetz stoppen kann. Der sagt, halt, das Volk will was ganz anderes. Was ihr wollt, hat nichts mit dem Volkeswille zu tun. Und das ist ja leider so, krasses Beispiel war ja jetzt Zypern, aber ich will jetzt da auch nicht reingehen. Ich glaube, das Volk hat es auch nicht gewollt, dass man ihm 10% von seinem sauer verdienten Geld. Ich habe es nicht so genau verfolgt. 40%. Ja, ich finde es, also dass da keiner aufschreit, dass da nicht ein Entrüstungssturm durch die Medien geht. Und da sehe ich dann immer, wie alles zusammenhängt, weil man muss sich vorstellen, es kommt jemand und du hast ein Sparkonto, wo du jetzt 10, 15 Jahre gespart hast, da liegen 100.000 Franken oder Euro oder was auch immer drauf. Und dann sagt der Staat plötzlich von heute auf morgen, du hast keine Chance, weil die Bank ist zu. Richtig. Die Dinge werden ja immer laut Herrn Schäuble am Wochenende gemacht, sind die Bürger im Urlaub und am Wochenende. Und plötzlich willst du auf dein Konto und dann heißt es, ja, von ihrer 100 sind leider bloß noch 70 da, der Rest hat der Staat gebraucht. So ist es. Also fällt mir nichts mehr ein. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen, wenn du noch was sagen willst, weil 3 Minuten haben wir nur noch. Nein, dann würde ich sagen, lass mir das so ausklingen, weil das andere Thema wäre ja wirklich zu intensiv. Wir wollten eigentlich noch kurz über Krebs sprechen, aber das lässt sich ja nicht einfach besprechen in 2-3 Minuten. Also wir können. Da geht es ja letztendlich nur darum, dass du den Leuten eine Alternative noch präsentieren wolltest. Das würde ich schon noch kurz. Ja, also wir haben einfach, also ich weiß nicht, vermutlich gehen die meisten mit mir einig. Also Krebs hat nicht nur, wie es gewisse Leute sagen, eine Ursache oder zwei Ursachen, sondern Krebs hat mannigfaltigste Ursachen, also Vergiftung, emotional, schlechter Schlafplatz, was auch immer da man nehmen könnte. Und was wir einfach gesehen haben, ist die unglaubliche Brutalität. Ja, es ist wirklich brutal, wie man heutzutage in der, ich möchte jetzt das Wort Schulmedizin eigentlich gar nicht benutzen, aber sagen wir mal, in diesem Gesundheitssystem, konkretes Beispiel, Frau geht ins Krankenhaus, Gebärmutterhalskrebs wird diagnostiziert, sie kann eigentlich nicht mehr entscheiden, sie wird notfallmäßig in den Operationssaal geschoben, gleichzeitig werden ihr 50 Lymphen rausgenommen, ist natürlich eine extreme Körperverletzung, hier haben wir wenig Chance als Patient, was dagegen zu tun. Und das Bundesamt für Gesundheit oder die Swissmedic, die ja übrigens von der Pharma massiv finanziert wird, statt dass sie so, ja, da gibt es nichts zu, das ist Fakt, kann das ich ist ja, himmeltraurig. Wenn du sagst einen Fakt, dann weißt du es, ich kann nur zu, ich weiß es nicht. Deswegen. Und wenn das heißt, der Gesundesamt für Bundesamt für Gesundheit, sollte man eigentlich meinen, dass die Aufgabe hätten, die Volksgesundheit zu verbessern. So wie es aber aussieht, haben die Aufgabe, die Gesundheit der Bevölkerung stetig zu verschlechtern und Produkte zu verhindern, die bestens bewährt sind und tolle Erfolge bringen. Krebs einfach als Hoffnung für die Menschen. Meine beiden Schwägerinnen haben beide Krebs gehabt, die eine aus psychischen Gründen, weil ihr Mann ist ein Spieler, eine Spielernatur, hat immer das Geld verspielt und die hat Magen-Darm-Krebs bekommen mit Blutungen. Die ist heute quietschfidel, die hat gar nichts gemacht, nur das, was sie ihr gesagt haben. Und dann ebenfalls die andere Schwägerin, die hat vermutlich Lymphknotenkrebs bekommen aufgrund von Abgasen. Jetzt müssen wir das beenden, aber du kannst es fortsetzen. Du hast eine Sendung wann? 13.04. Am 13.04., das ist ein Samstag? 20 Uhr. Und da wird eine Kundin kommen, die hat schwersten Knochenkrebs gehabt. Und dann können Sie sich da noch den ganzen Hintergrund dazu anhören, liebe Zuschauer. Heute wollten wir Ihnen ein paar Informationen geben, die hinter dem Thema unserer klassischen Gesundheit liegen. Ich hoffe, Sie haben das können verstehen und damit was anfangen. Wir sehen uns.